Niloufar Bayat und ihr Mann sind in Spanien endlich in Sicherheit. Noch vergangene Woche musste das afghanische Paar sich wie derzeit Tausende in Kabul vor der Taliban verstecken. Wir haben zwei Nächte und Tage in der Hitze verbracht. Es gab nichts zu essen, nicht mal Platz, um sich hinzusetzen. Die Basketballspielerin war Kapitänin der afghanischen Paralympic-Nationalmannschaft. Mit dem zweiten spanischen Evakuierungsflug von Kabul aus landete sie in Bilbao. Wir wollen eine neue Sprache lernen. Ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich möchte in Spanien Freunde finden. Im Baskenland möchten sich beide ein neues Leben aufbauen. Mit den Gedanken ist Niloufar Bayat aber immer noch bei der Familie. Wir haben uns in Sicherheit bringen können, aber was ist mit unseren Familien, die immer noch dort sind? Auf andere Gedanken kommen, dabei hilft auch der Sport. Bayat hat schon ein neues Basketballteam gefunden. Einfach Basketball spielen, ohne groß nachzudenken. Spanien hat seit der Machtübernahme durch die Taliban mehrere Militärflugzeuge nach Kabul gesandt, um spanische StaatsbürgerInnen und bisher rund 550 AfghanInnen zu evakuieren.